Meine lieben Zuschauer da draußen, ich freue mich sehr, dass ihr wieder eingeschaltet habt bei Need for Speed Most Wanted aus dem Jahre 2005. Wir schreiben das Jahr 2014, also ganze 9 Jahre später. Und der knallt mir einfach mal knallhart vorne in meinen niegelnagelneuen Golf GTI, den ich gerade erst gekauft habe von meinem schicken, frisch dazu gewonnenen Geld. Wir haben ja ein bisschen extra bekommen, dadurch, dass wir Underground 2 schon gespielt hatten vorher. Und ja, mit dem schicken Wagen hier sollen wir jetzt zu einer bestimmten Position fahren. Wir haben GPS oben, der übrigens sehr viel besser funktioniert als zum Beispiel bei Need for Speed Underground 2. Bei Need for Speed Underground 2, das GPS-System ist schlimm, weil das zeigt dir geradeaus, geradeaus, geradeaus. Und wenn du dann ungefähr auf der Höhe bist, springt der Pfeil ruckartig nach links um. Und das bei 300 km/h. Und dann versuch mal bitte noch die Kurve zu kriegen. Naja gut, hier ist das Ganze ein bisschen besser geregelt. Das ist doch eigentlich ziemlich gut. Wir sind umgestiegen von dem schicken BMW auf einen Golf GTI, komplett ungetuned, also Werkstuning. Aber ich meine, es ist ein GTI, also der hat auch an sich schon Power, das muss man sagen. Aber halt nicht so die Power, wie der BMW sie hatte natürlich. Ja? So, hier sollen wir hin. Okay. Du hast es gefunden. Wie geht's? Ja, habe ich. Ja, mir geht's super. Stell deinen Wagen hier ab. Mach ich. Zu Hause fühlen. Ich nehme dann nachher deinen RX-8 mit, ne? Wenn's dir zu heiß wird. Okay. Wenn du Razor deinen Wagen nicht freiwillig überlassen willst, hast du noch ziemlich viel vor. Du musst dich in der Blacklist hocharbeiten und alle anderen Fahrer besiegen. Aber zuerst musst du versuchen, überhaupt wieder in die Blacklist reinzukommen. Fahr das richtige Event, sammel genug Kopfgeld und du kannst einen Fahrer aus der Liste herausfordern. Hast du sie alle geschafft, gehört Razor dir allein. Cool? Ja, cool. Dich wieder nach oben bringen. Klingt einfach. Dich an, wenn's was Neues gibt. Ist es aber nicht. Dann. Ja, bis dann, Süße. Ganz eine Süße, die Mia. Der nächste Gegner auf der Blacklist ist Blacklist Nummer 15. Ho Son. Kurz oder Spitzname Sonny. Wagen von ihm ist auch ein VW Golf GTI, ja, also gleicher Wagen wie ich. Seine Stärke sind Rundkursrennen, ja, er ist momentan eben Platz 15. Das, was zu Beginn Razor war, der ja jetzt auf Platz 1 ist. Und wenn wir also gegen einen Fahrer fahren wollen, müssen wir uns das erste erarbeiten, dass wir überhaupt gegen den fahren dürfen. Dafür müssen wir ein paar Rennen gewinnen, müssen ein bisschen Kopfgeld sammeln und so weiter. Und dann dürfen wir den nächsten herausfordern, können, wenn wir gewinnen, seinen Platz einnehmen und haben die Chance, seinen Wagen zu kriegen. Das werden wir aber auch alles noch sehen später. Und dann müssen wir uns eben nach und nach hocharbeiten. Und erst, wenn wir dann auf Platz 2 sind, dann überhaupt erst dürfen wir gegen Razor fahren, der ja auf Platz 1 ist. Insofern müssen wir wohl oder übel durch die ganze Blacklist durch. Bei Most Wanted 2012 haben sie das so ein bisschen wieder aufgegriffen. Von wegen, ja, es gibt hier so 10 Fahrer, da waren es dann, glaube ich, nur noch 10. Die hatten aber nicht mal Namen. Die haben also gar nicht wie hier irgendwie Lebenslauf oder irgendwas. Keinen Namen. Es waren einfach nur 10 weiße Autos. Nichts dahinter, keine Story, nichts. Total langweilig. Richtig schlecht umgesetzt, muss ich sagen. Aber hier richtig eine schöne Story jedes Mal. Der Lebenslauf. Das hier ist Sonny. Er hat verdammt viel Zaster in seinen Schlitten gesteckt. Die Kiste ist eine echte Rakete, also wunder dich nicht. Er versucht immer als erster die neuesten Teile an seinem Wagen zu haben. Also er hat auch einen VW Golf GTI, nur bei ihm steckt eine ganze Menge Tuning drin, bei mir ja nicht so wirklich. Sonny! Und das ist sein Wagen, der Golf GTI. Und man sieht auch schon, der ist ein bisschen härter getuned als meiner. Sehr cool. Um Sonny herauszufordern, musst du eine bestimmte Anzahl von Siegen und Meilensteinen einfahren. Dein Kopfgeld muss auch entsprechend hoch sein. Stimmen deine Zahlen, kriegst du eine Chance. Oder deine Chance. Aktuell habe ich 0 Rennsiege, 0 Meilensteine erreicht und 0 Kopfgeld. Wir brauchen aber 3 Rennsiege, 3 Meilensteine und 20.000 Kopfgeld. Das heißt, wir können jetzt eigentlich direkt irgendwo hinspringen. Wir könnten auch einfach in die freie Fahrt gehen. Aber wir springen einfach mal direkt zu einem Rennen. Denn ich muss ja 3 Rennen gewinnen, damit ich gegen ihn fahren darf, unter anderem. Wir haben jetzt hier ein Rundkursrennen, wir haben Sprint und wir haben K.O.-Rennen. Gehen wir erstmal das Sprint-Event machen. Na, also ihr habt das Prinzip verstanden. Wir arbeiten jetzt darauf hin, dass wir gegen die Nummer 15 fahren dürfen. Das müssen wir uns aber eben erst erarbeiten durch Rennsiege, durch Meilensteine und so weiter. Nitro habe ich natürlich auch noch keins dabei. Ich hätte es gerade schon zünden wollen am Anfang, aber habe ich ja nicht. Die fahren Audi TT. Was hat der da vorne? War es ein Mazda? War es ein Honda?
Nee, sieht aus wie ein Mazda. Und mein Wagen ist aber auch der Golf GTI ist am Anfang der beste Wagen, den man wählen kann. Nur den kann man halt sich normalerweise nicht kaufen. Ne? Den konnte ich jetzt nur kaufen, weil ich eben Underground 2 gespielt habe. Dadurch haben wir so einen kleinen Vorteil jetzt. Und müssen uns den dann nicht irgendwie von Sony besorgen, weil wir den jetzt schon haben. Ist auf jeden Fall ein sehr cooler Wagen. Mit dem sollten wir bei den ersten Rennen generell keine Probleme haben, die zu gewinnen. Wir ziehen ja jetzt ja gerade auch schon nach ein paar hundert Metern schon den davon. Das merkt er ja gerade. Also alles super. Mal schauen, ob die Polizei gleich mitfährt. Bis jetzt nichts in Sicht. Der hat auch gutes Handling. Wir fahren halt jetzt, also es wirkt jetzt alles so langsam. Ja? Wir fahren jetzt sehr viel langsamer halt. Aber immerhin, der fährt auch 200 Sachen. Wir fahren gerade schon 200 Sachen. Das ist ja eine ganze Menge, wenn man bedenkt, dass der komplett ungetuned ist, dass wir kein Nitro haben und nichts. Ja? Aber gut, im Vergleich zu dem BMW, den wir ganz am Anfang hatten, ist der natürlich langsam. Wir müssen jetzt auf jeden Fall mal nach ein paar Rennen dann auch, wenn wir ein bisschen Geld angesammelt haben, den Wagen ein bisschen aufbessern, ein bisschen tunen. Vor allem der Lack muss mal ganz schleunigst verändert werden, der gefällt mir von der Farbe ja gar nicht. Oben rechts sehen wir übrigens immer unsere Zeit, unsere Position und vor allem auch, wie viel Prozent des Rennens wir schon beendet haben, zumindest bei Sprints, und das finde ich eine sehr gute Sache. Da sieht man nämlich ungefähr noch, okay, wie weit ist es noch bis zum Ende. In dem Fall jetzt gleich noch 10% und dann sind wir da. Aber das sollte ich ohne Probleme gewonnen haben. Und auch eine der großen Stärken bei Need for Speed Most Wanted. Die Musik ist meiner Meinung nach mit die beste in allen Need for Speed Teilen. Geil, rockig, immer gut, immer passend. Wunderbar. Wir kriegen 1500 und haben das Rennen als erster beendet. Kriegen eine Nachricht von Rock. Dein Weg an die Spitze der Blacklist. Besieg Razor und werde die Nummer 1 der Blacklist. Du erreichst sie vom Unterschlupf und dem Teilnahmesystem aus. Es hält deine Fortschritte fest und zeigt dir, was du tun musst, um einen Gegner herauszufordern. Rennen, fahr zu den Flaggen auf der Karte und benutze das Teilnahmesystem oder ruf die Blacklist auf und geh auf Rennen. Meilensteine, beweis jedem Blacklist-Mitglied dein Können, damit du es herausfordern kannst. Du findest sie unter Meilensteine in der Blacklist. Kopfgeld, das Kopfgeld ist ein Maß dafür, wie intensiv die Polizei dich sucht und wie gut dein Ruf bei der Blacklist ist. Es steigt, wenn du Meilensteine erreichst, so wie für jede Sekunde, die du verfolgt wirst. Bei einer höheren Fahndungsstufe steigt es schneller und wenn es dir gelingt, Polizeiwagen zu zerstören. Es wird dir nur angerechnet, wenn du der Polizei entwischst. Beginn Verfolgungen, indem du auf Kopfgeld in der Blacklist gehst. Dankeschön für die Infos, Rock. So, das Rennen haben wir beendet. Ich würde sagen, dann öffnen wir mal die Blacklist, gehen auf Rennen. Und dann bleiben uns noch zwei Rennen übrig, nämlich ein K.O.-Rennen und ein Rundkursrennen. Dann fahren wir zuerst mal das K.O.-Rennen. Ich würde sagen, die drei fahren wir erst nochmal, machen die und dann schauen wir mal, ob wir ein bisschen Geld in unseren Wagen stecken. Aber erstmal fahren wir die paar Rennen, denn das geht auch ohne, dass wir den Wagen tun. Natürlich, die Farbe hätte ich ganz gerne schon geändert, aber muss ja nicht. Schönen perfekten Start hingelegt. Einen perfekten Start kriegt man, wenn man am Anfang die Drehzahl im richtigen Bereich hat. Das ist mit den Pfeiltasten, mit denen ich spiele. Habe ich das übrigens schon gesagt, ich spiele mit Maus und Tastatur. Man könnte es auch mit Lenkrad spielen, es wird unterstützt, aber ich finde, bei so einem Arcade-Spiel fahre ich eigentlich persönlich lieber mit... Ja, es ist eigentlich beides gut. Ich fahre jetzt einfach mal mit Maus und Tastatur, weil ich auch Rivals mit Maus und Tastatur gefahren bin. Das habe ich ja hier vor Let's Played. Aber man kann es auch mit Lenkrad fahren, das ist kein Problem. Nur, da es ja auch keine Cockpit-Ansicht gibt und so weiter. Ich meine, ich habe auch Underground 1 und 2, glaube ich, mit Maus und Tastatur gespielt und dann aber Carbon und Undercover wiederum mit Lenkrad. Also man kann es so und so machen. Hier mache ich es halt jetzt mit Maus und Tastatur, weil es sowieso von der Steuerung her nicht so realistisch ist und ja, weil ich einfach Lust drauf habe gerade. So, erste Runde. Und K.O.-Rennen sind ganz klassisch, das kennt man. Wer in einer Runde als letzter durchs Ziel fährt, der fliegt raus, bis dann eben nur noch einer übrig ist. Und jetzt ist Slick zum Beispiel rausgeflogen. Armer Slick, kein Beileid. Man muss auch ganz klar sagen, auch von den Rennmodi her ist Most Wanted mit das Beste. Also wir haben wirklich viele verschiedene Sachen. Wir haben K.O.-Rennen, wir haben Geschwindigkeitsrennen, wir haben Sprints, Verfolgungsjagden, Dragrennen, also so viele verschiedene. Heutzutage auch hat man ja fast nur noch irgendwie... Gut, bei Rivals war es wieder ein bisschen besser, aber man hat größtenteils dann nur irgendwie Sprintrennen, Rundkursrennen gibt es eigentlich so gut wie gar nicht mehr in Need for Speed-Teilen in den letzten Jahren. Und auch so K.O.-Rennen und
ja, hier Mautstellenrennen, was wir dann noch kennenlernen und so weiter. Das ist alles also wirklich hier grandios, muss man sagen. Es gibt sowieso sehr wenige Schwächen bei Most Wanted 2005 und wenn, dann muss man sie lange suchen, weil es ist nun mal einfach, auch in meinen Augen, das beste Need for Speed und das ist es ja auch zu Recht. Insofern gibt es da nicht viel zu meckern. Rundenzeit 56,83. So, jetzt ist Gibson rausgeflogen. Jetzt ist nur noch einer mit mir zusammen drin. Der, aber auch Jason heißt da. Der ist noch 300 Meter hinter mir. Selbst wenn der jetzt ein bisschen aufholen würde. Ach, guck mal da oben, schöne Burger King-Werbung auf dem Zeppelin. Aber das hatten wir auch in Underground und in Underground 2 und in Undercover und in Carbon. Überall hatten wir immer Werbung. Teilweise war es McDonald's, teilweise war es Burger King. Irgendwelche Firmen haben immer Verträge mit den Spielen. Und ja, da wird, da denke ich mal, auch das Spiel ein Teil davon finanziert, eben durch solche Werbung. Macht ja nichts. Ist ja alles legitim, kann man ja machen. Wenn es nicht so aufdringlich ist, dann finde ich, ist das okay. Ja, also ich fahre die ganze Zeit hier ohne Probleme vorne weg. Liegt halt unter anderem auch daran, dass ich jetzt schon den Golf GTI habe, den man halt normalerweise nicht haben kann. Der ist einfach stark und das merkt man halt auch in den Rennen am Anfang jetzt. Da haben die anderen eigentlich keine Chance. Auch das Rennen haben wir gewonnen. Nein, es liegt natürlich alles nur an meiner grandiosen Fahrkunst. Es liegt nicht daran, dass ich einen guten Wagen habe. Das liegt alles nur an meiner grandiosen Fahrkunst. So, schaffen wir noch ein Rennen? Ja, ne? Wir haben noch Zeit. Dann fahren wir nämlich auch das dritte Rennen noch. Dann haben wir die Rennen nämlich schon mal durch. Das ist ein Rundkursrennen. Zwei Runden müssten es sein. Mal schauen. Jawohl. Schön, schön. Was haben die anderen da? Ich sehe ein Audi. Und wieder einen perfekten Start hingelegt. Das ist echt mit den Pfeiltasten gar nicht so leicht, muss ich sagen. Das ist gar nicht so leicht. Weil du wirklich ja nur entweder komplett Gas geben kannst oder halt gar kein Gas. Bei einem Lenkrad mit Pedalen gibst du halt genau die Menge Gas, die du brauchst, um einen perfekten Start zu kriegen. Aber das geht halt bei Maus und Tastatur nicht so gut. Aber trotzdem schaffe ich es ja meistens, den perfekten Start hinzulegen. Insofern kein Problem. Also schön, wie hier die Sonne scheint. Da ist so ein bisschen Nebel über der Straße. Das sieht wirklich gut aus. Aber man muss halt auch ganz klar sagen, es sieht vor allem auch gut aus, weil ich halt so ein paar Mods drin habe. Was das Ganze auf jeden Fall nochmal ordentlich aufhübscht. Aber auch sonst, wenn man das komplett ohne spielt, sieht das Game heute noch sehr akzeptabel aus. Muss man mal ganz klar sagen. So, wir kürzen hier natürlich ab. Wenn wir denn abkürzen und nicht irgendwo hängen bleiben. Ja, der Soundtrack, hatte ich ja gesagt, ist sehr rockig und das gefällt mir verdammt gut. Ich finde, der passt perfekt zu dem Spiel und der ist echt schön hier. Es passt einfach vom Setting her. Es macht einfach Spaß und es ist immer gut untermalend, die Stimmung. Also es gab schon teilweise Spiele, wo ich mir dachte, mach die Musik lieber aus, ja. Sie nervt nur, aber hier finde ich sie wirklich super. Knapp eine Minute, eine Runde. Das heißt, wenn wir noch eine Runde fahren, okay. Sieht das nicht schön aus hier im Wald? Ich finde, es sieht toll aus. Wirklich viel lieber dann so ein Spiel hier, was so gut ist wie Most Wanted. Und immer noch, es sieht ja auch immer noch toll aus. Es könnte von mir aus auch noch, also ich hätte auch nichts dagegen, wenn es noch schlechter aussehen würde. Ich würde es trotzdem noch toll finden und spielen wollen heute. Aber, ne, dann lieber so eins, was vielleicht nicht mehr so aussieht, wie heute die Spiele aussehen. Was aber dann trotzdem ein sehr gutes Spiel ist, als ein Spiel, was ganz toll aussieht. Ich sag nur, Most Wanted 2012 sieht toll aus, klingt toll, ist aber scheiße. Ist ein schlechtes Spiel, da würde ich so ein Spiel hier alle mal vorziehen. Obwohl es einfach nicht mehr so gut aussieht, wie heutzutage die Spiele. Es ist trotzdem das bessere Spiel. Und wenn mich jemand fragen würde, welches soll ich mir holen, würde ich sagen, hol dir das hier. Auch wenn das schon alt ist. Ganz einfach, weil ich halt lieber ein Spiel spiele, wo ich Spaß dran habe. Als eins, was nur geil aussieht. Oh, jetzt fängt es auch noch an zu regnen. Und wir sind aber jetzt im Ziel. Auch das Rennen, souverän gewonnen. Keine Probleme bis hierhin. Alles easy durchgehämmert. Das haben wir auch. Jetzt fehlen uns noch 3 Meilensteine und ein Kopfgeld von 20.000. Machen wir erstmal die Meilensteine. Zum Beispiel sich mit 130 km/h blitzen lassen. Ach ja, jetzt werden uns erst die Sachen hier erklärt. Verfolgung-Tutorial. Die Rockport-Cops wollen uns fertig machen. Die sind überall. Je länger die Verfolgung dauert, desto stärker steigt dein Fahndungsstatus. Je höher dein Status, desto mehr Cops. Wenn's einmal eng wird, rase einfach in Objekte auf der Straße. Ich nenne das Verfolgungsstopper. Triffst du einen, ist der Cop entweder außer Gefecht gesetzt oder muss anhalten und sich um das Chaos kümmern. Es funktioniert, glaub mir. Jeder Verfolgungsstopper ist mit einem entsprechenden Symbol markiert. Um den Fahndungsstatus deines Wagens zu senken, versteckst du ihn einfach eine Weile. Dann interessiert er die Cops nicht mehr. Soll dein Fahndungsstatus schnell sinken, fahr in einen Shop und bau deinen Wagen um. Karosserie, Lack, ganz egal. Hauptsache dein Wagen wird nicht erkannt. Senk deinen Fahndungsstatus schnell, indem du deinen Wagen wechselst oder tunst.
Tja, da haben wir gerade ein bisschen Infos bekommen über Cops und über Fahndungsstufen. Und jetzt können wir mal gucken, ob wir den, ob wir die Radarkamera schaffen mit 130 km/h. Dann haben wir nämlich einen Meilenstein. Ja, das ist also eine der Bedingungen, die wir erfüllen müssen, um eben gegen einen Blacklist-Fahrer antreten zu dürfen. Es gibt zum einen eben die Rennen, die man gewinnen muss, und zum anderen eben solche, ja, Meilensteine. Also zum Beispiel fahre so und so schnell durch den Blitzer, hänge so und so viele Cops ab, zerstöre so und so viele Cops, ja, solche Sachen eben. Und hier wurden wir jetzt geblitzt mit 177, 130 musste ich haben, insofern haben wir jetzt einen Meilenstein geschafft. Mia schreibt mir, Grundregeln für die Flucht vor den Cops. Die Polizei von Rockport sucht ständig nach Street Racern. Hier ein paar Tipps. Distanz, du musst einen Abstand zwischen dir und den Cops herausfahren. Dann kommst du erst, wenn du aus der Sicht bist. Nimm eine Route, auf der du schnelle Richtungsänderungen vornehmen und dich im Verkehr verstecken kannst. Auf dem Highway hast du kaum eine Chance. Verstecken, wenn du aus der Sicht bist, sucht die Polizei nach dir. Versteck dich oder beobachte dein Radar und halte dich von der Polizei fern. Verstecke erscheinen als blaue Kreise auf der Minikarte. Verfolgungsstopper. Hängt dir die Polizei auf den Fersen, achte auf die Verfolgungsstopper, mit denen du sie schnell loswirst. Sie erscheinen als Dreiecke auf der Minikarte. Verstärkung. Wenn die Cops hinter dir Verstärkung brauchen, fordern sie sie an. Mach dich aus dem Staub, bevor sie eintrifft, oder du musst dich um noch mehr Polizei kümmern. Der Verstärkungstimer erscheint auf der Verfolgungsanzeige. Gut, den Meilenstein haben wir jedenfalls. Das heißt, wir können direkt wieder auf die Blacklist gehen. Jetzt haben wir nämlich alle drei Rennsiege schon. Wir haben schon einen Meilenstein geschafft. Ich würde fast sagen, beim nächsten Mal können wir vielleicht sogar schon den ersten Blacklist-Fahrer herausfordern. Ich bin mir aber nicht sicher. Lass dich in eine zweiminütige Verfolgung entwickeln. Entkomm anschließend. Entkomm einer Verfolgung in weniger als 4 Minuten. Ramme in einer Verfolgung 2 Polizeiwagen und flüchte um den Meilenstein. Okay, versuchen wir das. Also alles hat mit Polizei zu tun. Wir versuchen einfach mal 2 Polizeiwagen zu rammen. Das heißt, ich kann jetzt direkt irgendwo hinspringen, dass ich direkt einen Kopf vor mir habe. Das heißt, ich muss jetzt einfach den rammen und noch einen anderen Kopf rammen und dann habe ich wieder einen Meilenstein. Wenn ich dann das Ganze noch 2 Minuten, wenn ich mich noch 2 Minuten verfolgen lasse und dann noch entkomme, dann haben wir auch sogar beide Meilensteine, dann haben wir nämlich die Meilensteine auch schon voll. Deswegen muss ich mal ein bisschen vorsichtig fahren, nicht zu schnell, nicht, dass ich dem entkomme und warte mal, dass der vielleicht Verstärkung kriegt, denn dann können wir noch einen zweiten Kopf rammen und dann haben wir einen Meilenstein mehr geschafft. Muss ich mal warten, dass der noch einen Kollegen anfordert. Ich lasse den mal hinter mir herfahren. Oder wir machen einfach mal ein bisschen was kaputt. Wir brauchen ja eh noch 20.000 Kopfgeld, fällt mir da mal gerade ein. Wir haben gerade mal sehr wenig. Na, jetzt fordert er Verstärkung an. Gut. Also ihr seht auch auf der Karte diese orangenen Dreiecke. Das sind eben diese Verfolgungsstopper zum Beispiel. Das gibt auch aus Carbon, brauche ich eigentlich gar nicht erklären. Das Undercover auch. Zum Beispiel, man fährt irgendwo durch und dann bricht alles zusammen. Und das zerstört dann eben Cops, die hinter einem herfahren. Das ist eigentlich ganz cool. So wirst du die los, mach's gut, Sachschaden. Aber jetzt gerade will ich den ja nicht zerstören, weil dann ist er weg. Und ich muss ja 2 Cops rammen und auch eine 2-minütige Verfolgungsjagd liefern mir mit den Cops. Insofern will ich ja nicht, dass der zerstört wird. Richtig, richtig. Hier wäre zum Beispiel so ein Donut, wenn ich da jetzt durchfahren würde, würde der dem Kopf auf den Kopf knallen und das würde ihn zerstören. So, da kommt ein zweiter. Wenn ich den noch ramme, haben wir den Meilenstein. Deswegen warte ich mal, dass der... Wartest du mal kurz, bitte? Hallo? Kopf da vorne. Ja, genau du, warte mal eben. Ich will dich rammen. Wie, das willst du nicht? Jetzt fährt der vor mir weg. Ich glaub's ja nicht. Ich komme nicht an ihn ran. Autsch! Wow! Okay, ich habe mich gerade irgendwie aufs Dach hochgeglitscht. Wie habe ich das denn jetzt geschafft? Meilenstein erreicht, Verfolgungsdauer. Wie habe ich das denn jetzt... Ich bin gegen die Säulen gefahren, plötzlich war ich oben. Ich habe einen Teleporter benutzt. Teleportation. Also Verfolgungsjagden werden einen Großteil dieses Let's Plays ausmachen. Das kann ich jetzt schon sagen. Wenn man darauf nicht steht, dann sollte man das vielleicht nicht anschauen. Denn das ist ein Hauptbestandteil in Most Wanted. So, jetzt haben wir das geschafft, die Meilensteine. Das heißt, wir können jetzt mal loswerden. Wir fahren also mehr durch die Tankstelle. Bumm, geht die runter. Und die werden so ein bisschen aufgehalten. Genau, wir kriegen Kopfgeld dafür. Das brauchen wir ja sowieso auch noch. Insofern ist das ganz gut. Dann nehmen wir den auch noch mit hier. Den Donut. Und schon sind wir auf der Flucht. Es kann natürlich sein, dass mein Kopfgeld einfach noch nicht reicht dann. Insofern, dann haben wir die Meilensteine und die Rennen, aber noch nicht das Kopfgeld. So, mal schauen. Handynachricht. Sonny sucht ein Rennen. Hey Mann, dieser Sonny sucht ein Rennen. Er ist neu auf... Achso, ja. Da sagt doch direkt, dass du selber sprichst. Genau, der Sonny ist noch relativ neu in der Blacklist, der ist auf dem letzten Platz, auf Platz 15 und wir dürfen den anscheinend jetzt schon herausfordern.
Zumindest wenn ich das richtig mitbekommen habe. Mal eben schauen, Blacklist. Ah ja, wir haben also das Kopfgeld auch schon gemacht jetzt in dem einen, in der einen Verfolgung gerade. Wir haben also die Meilensteine alle geschafft und auch das Kopfgeld schon gesammelt. Das heißt, wir dürfen Sonny jetzt herausfordern. Das könnten wir jetzt noch machen, aber das bringt ja nichts. Wir werden das dann direkt am Anfang beim nächsten Mal machen. Das heißt, nach nur zwei Parts quasi, also im dritten Part, können wir schon den ersten Blacklist-Fahrer hoffentlich besiegen. Zumindest können wir ihn herausfordern. Und ich freue mich, wenn ihr dann dabei seid, wenn wir den guten Sonny hoffentlich um seinen Platz 15 auf der Blacklist bringen und vielleicht sogar seinen Wagen kriegen. Bis dann aber euch erstmal einen schönen Tag und alles Gute. Vielen Dank mal wieder fürs Zuschauen. Euer Walle, ich bin raus. Bye, bye.